Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Genau. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. There is a wooden beam lying on the rails. A lightly loaded vehicle came this way. A small vehicle with wooden beams went down this way. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Damit man denkt, hier fährt kein Zug mehr lang. Metallkiste. This box must be the safe. Let's open it. Na dann los. Erstmal zum letzten. Fertig. The Mexican company Caracal and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Dein Brüderlein. Ja. Watson. It seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who fled our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Aber hier wird's noch mehr geben. Hier wird es sicherlich noch mehr geben. Oh. Hmm. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Yeah. Dynamite. Mine wurde gesprengt. Hm.
Das da. Genau. Na dann. Untersuchen Sie jetzt neben gleich bei Evesham, untersuchen Sie es neben gleich zwischen Bahnhöfen von Chesterfield bis zum Steinbruch. Zimmer. Verwenden Sie einen Telegraph, um mehr über die Firma WEA Coal herauszufinden. Finden Sie den Mann, der im Wartesaal von Doncaster Zigarren raucht. Doncaster, dort. Wird immer interessanter, der Fall. Da steht er wieder. Ha, dieses Mal von vornherein, du kleiner Drecksack. Waiting Hall. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Na komm, das muss doch gerade. Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand. From Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them. Or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Telegraph, hier drin ist auch einer. Hier. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Bacchus aus Chile und Kakal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Mine der Firma WEA Coal kaufen. Das mexikanische Caracol Consortium hat bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcasas-Gruppe mit Hilfe ihrer einflussreichen Verbindung, sich den Zuschlag für den Kauf der Mine zu sichern. Der chilenischen und die Mexikaner haben es nicht gekriegt.
Es ergibt alles noch keinen Sinn. Ja gut, wir gucken mal weiter. Mal sehen, ist dem gleich zwischen Barnum Chesterfield und Evesham. Chesterfield und Evesham, das ist dann das hier. Oh, da sind wir ja schon. Hä? Das Nebengleis bei Evesham. So, das Nebengleis. The entire train has disappeared. It's a disaster. Okay, ich glaube nicht, dass hier noch mal irgendwas fährt. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Irgendwo. Ah, hier. Traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Blickt da trotzdem noch nicht ganz durch. Irgendwo ist doch hier noch was. Das ist zu schmal für einen Zug, außerdem ist das alles kaputt. Haut doch hinten und vorne was nicht hin. This road should lead to the town of Evesham. This road should lead to the town of Evesham. Naja. Das ist ja schön und gut, aber weiter? Dann, ich glaube, dort war das mit diesem Mexikaner.
Der lügt nämlich. Kein Gold, die Mexikaner hegen keine Gräuel gegen die Schiren. Geschäft ist schließlich Geschäft wütende Mexikaner. Aha. Mexikanische Falle. Jetzt ist der Gollum hier ganz weg. Was ist denn das? Hä? Wo kommst du her? Gut, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt. Genießt den Tag. Bye, bye.